philologische Vorentscheidung, mit dem Begriff der Subversion an das Feld der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur heranzugehen, birgt natürlich die Notwendigkeit in sich, diesen vielfältig genutzten Begriff klarer zu fassen. Um ein eigenes Analysemodell entwickeln zu können, habe ich daher zunächst in einer kurzen, diachronen Diskursanalyse untersucht, welche Bedeutungen dem Subversionsbegriff zugeschrieben werden, der im deutschsprachigen Raum seit etwa Ende des 18. Jahrhunderts und somit später als beispielsweise in England oder Frankreich genutzt worden ist. Dabei habe ich einerseits eine große Vielfalt an historischen Dokumenten gesichtet, die mir geholfen haben, vier Diskurse der Subversion zu unterscheiden, die sich historisch entwickelt haben und heute nebeneinander stehen. In einem zweiten Schritt habe ich dann etwa 70 literaturwissenschaftliche und vor allem germanistische Forschungsarbeiten, die nach 1989-90 den Begriff der Subversion als methodische Kategorie, als theoretische Kategorie, als Beschreibungskategorie genutzt haben, daraufhin analysiert, wie und mit Hilfe welcher Theorien und Methoden sie literarische Texte analysieren. Die folgenden drei Punkte meiner begrifflichen Klärung hier dieses Kategoriensystems sind jetzt leider sehr schematisch gehalten. Da müssen wir jetzt durch innerhalb dieses Vortragsformats, damit wir nachher produktiv auch an die literarischen Texte rangehen können. Ich habe mich entschieden, auch aus Zeitgründen, diesen Teil besonders schnell zu machen und einfach mal mündlich zu machen. Wir sehen hier diese vier Diskurse der Subversion. Der Diskurs, der sich von Anfang an durchzieht und eigentlich als erster auftritt und bis heute in Wörterbüchern der meistgenannte ist, ist der sogenannte politisch-institutionelle Diskurs der Subversion, wo man davon ausgeht, es gibt Gruppen, die durch politische Aktionen, meist auch durch terroristische, die gesamte Gesellschaftsordnung umstürzen und ändern wollen. Diese Bedeutung von Subversion gibt es bis heute. Dann 1910er, 1920er Jahre, der künstlerisch-avantgardistische Diskurs der Subversion, auf den gehe ich später auch nochmal ein, ist für uns auch evident, was sich dahinter verbirgt. Und insbesondere seit den 50er, dann in den 60er Jahren, unter anderem gibt es dann die Gruppe Subversive Aktion, wird dort auch der Begriff der Subversion sehr stark genutzt. Und wenn man literaturwissenschaftliche Arbeiten sich anschaut, die diesen Begriff nutzen, beziehen die sich meist inhaltlich auf diesen Diskurs. Wir haben dann, und wir haben ja schon davon gesprochen, dass wir hier in einem Raum einer minoritären Distinktion innerhalb der wissenschaftlichen Welt uns befinden, ganz konkret. Wir haben hier den subkulturellen Diskurs der Subversion, wo es also darum geht, dass sich eine subkulturelle Gruppierung, das kann entweder eine Gruppierung sein, die zum Beispiel aufgrund ihres Geschlechtes, ihrer Religion, womöglich ihres Alters und all dieser verschiedenen Kategorien minorisiert wird gesellschaftlich, sich formiert als Subkultur und dann halt eben für ihre Emanzipation kämpft. Oder es kann sich auch um Gegenkulturen handeln, die über gemeinsame Kleidungsstile, gemeinsamen Habitus versuchen, sich abzugrenzen von dem, was dann als Mehrheitsgesellschaft konstruiert wird. Insbesondere seit den 50er, 60er Jahren stark und auch dort wird der Begriff natürlich sehr stark genutzt. Und wir haben dann, was ich genannt habe, den poststrukturalistischen Diskurs der Subversion. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass Subversion ein Akt der Dekonstruktion sei, eben gerade das Zerschlagen von Gruppenidentitäten, womöglich von Identitäten überhaupt, von überlieferten Kulturbegriffen und so weiter. Und das ist natürlich ein Diskurs, der sehr präsent ist, gerade auch in geisteswissenschaftlichen Diskursen, also in Spezialdiskursen der Geisteswissenschaften ist. Also das wären jetzt diese vier Diskurse und eigentlich wäre jetzt meine These, die falsifizierbar ist natürlich, wenn in Literatur, in geisteswissenschaftlichen Arbeiten die Rede von Subversion ist, kann man es eigentlich immer in diese Diskurse einordnen und einsortieren.